Ehrlich gesagt, keine echte Ahnung. Und du? Ich wollte mal gerne LKW fahren. Und ich wollte einen gasgefederten Sitz. Ja, und weil wir schon immer bekloppte Sachen gemacht haben. Alle paar Jahre schießt uns irgendwas durch den Kopf und dann müssen wir das machen und dann ziehen wir das auch durch. Und jetzt ist dann auch mal wieder für ein paar Jahre Ruhe und in den nächsten paar Jahren wird wieder irgendwas passieren und dann werden wir wieder irgendwie was bauen oder irgendwie was Verrücktes machen. Vielleicht machen wir nochmal eine Kneipe auf oder vielleicht, weiß ich auch nicht, vielleicht... Nee, keine Kneipe. Keine Kneipe. Eine rollende Kneipe, eine Camperkneipe. Ja, eine Camperkneipe. Keine Ahnung, aber wir machen öfter verrückte Sachen und das war jetzt mal eins davon und das Wohnmobil haben wir halt ganz gut verkauft. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt wollen wir das Geld investieren und dann eben dieses Wohnmobil bauen. So, das ist der Grund. Außerdem wollte Wiebke einen gasdruckgefederten Fahrersitz haben. Den ich jetzt immer teilen muss. Nein, den hast du jetzt. Na gut, wie ist der Sitz, gehört mir. Ja, wir sind total zufrieden. Alles funktioniert. Wir haben den besten Grundriss von unseren 15 oder 20 Grundrissen, die wir uns ausgedacht haben, ausgesucht. Und das ist alles top. Ja, wir hatten erst so ein bisschen Bedenken, wenn wir selber bauen, dass das so aussieht wie so eine finnische Sauna später. Mit viel Vertäfelung und so. Das ist kann auch ganz, schön sein. Ganz unvoreingenommen. Also es gibt viele verschiedene Geschmäcker. Der eine mag das, der andere nicht. Aber wir wollten das halt so ein bisschen eleganter, ein bisschen schicker haben. Und deswegen sind wir damit jetzt auch wirklich super zufrieden. Ich habe mich durchgesetzt mit meinem Weiß. Das hast du. Ich habe mich durchgesetzt mit dem Boden, so wie wir es gemacht haben, dass wir jetzt alle Kabelkanäle so gezogen haben, dass wir immer wieder rankommen. Das war manchmal ein bisschen müßig. Aber das finde ich gut. Wir wissen, wo welche Elektrik langläuft. Ja. Wir wissen, wo die Wasserleitungen langlaufen, wo die schwierigen Stellen sind, wo man vielleicht auch nochmal nachgucken muss, ob alles dicht ist. Haben wir heute gemacht. Das haben wir heute mal gemacht, genau. Wir sind mal überall runtergekrabbelt nach den Schubladen rausgenommen. Kilometern, die wir so gefahren sind. Oh Gott, da vorne zieht sich einer um. Entschuldigung. Weiter. Wir werden hier abgelenkt. Hier ja, auf dem schönen Campingplatz. Zog sich gerade ein Camper um. Nein, insgesamt einfach top. Ja. Und auch der LKW eine geile Sache. Also Fahren ist so schön. Fahren, ne? Also es ist ein langsameres Fahren als in dem alten Wohnmobil, aber mein Gott, es sind nur 10 oder 20 km/h. Wir sind ja früher auch nicht mit Wohnwagen. Sind ja früher auch nicht mit 160 durch die Gegend geeiert. Und die 17 Liter Verbrauch, gut, ist mehr als früher, aber es ist noch vertretbar. Anders als wenn wir so einen 12 oder 18 Tonner hätten, der da 30 Liter vielleicht braucht. Oder die älteren Modelle, die dann auch noch weiter hochgehen im Verbrauch. Größer hätte auch nicht sein dürfen, weil man doch schon... manchmal anders angeguckt wird und gesagt wird, so ein großes Auto, das ist ja ein LKW. Obwohl es natürlich andere Wohnmobile gibt, die auch genauso groß sind. Aber trotzdem ist das schon ein Stück weit noch anders. Also ja, man wird schon anders angeguckt. Genau. Manchmal. Fazit, wir sind begeistert von dem, was wir gebaut haben. Richtig. Check. Was war das Anspruchsvollste? Definitiv die Heizung. Also der Einbau der Heizung mit Fußbodenerwärmung war, ja, war schon heftig. Also wir wollten ja erst eine ganz normale Luftheizung haben und dann hatten wir ein Gespräch mit einem Meister aus der Branche des Wohnmobilbaus und der sagte, warum wollt ihr denn da eine Luftheizung haben? Nehmt doch lieber Gas, eine Wasserheizung. Wenn ihr schon dabei seid. Genau, die Luft, die zieht dann hinten an den Möbeln hoch und dann habt ihr auch keine Kondensbildung und demzufolge auch kein Schimmel und sowas. Und waren wir natürlich hellauf angetan davon und haben dann mit der Firma Aldi telefoniert und der hat uns hat uns das so toll erklärt, was man alles machen muss. Aber dennoch, das ist schon ein ganz schönes Stück Arbeit. Und ja man muss auch so ein bisschen sich mit Physik auskennen. Ja. Genau. Nicht, weil warmes Wasser dann unterschiedliche Wege nimmt und es ist anspruchsvoll. Das ist so der Möbelbau zum Beispiel, ist komplett anders. Wenn ich eine Luftheizung reinzimmer, und da sage ich jetzt ganz bewusst Zimmer, dann schredder ich da ein paar Möbel rein und die mache ich fest und dann ist alles gut. Aber hier, habe ich ja gerade erzählt, kommt diese Hinterlüftung der Möbel mit ins Spiel. Man muss später noch wieder rankommen, ist auch wichtig. Man muss sie entlüften können. Wir haben die Möbel zigmal umgeplant. Wahnsinn. Und also, diese Luftführung, die war auch nicht ohne. Und das ist, glaube ich, so das, wo wir am allerstolzesten drauf sind, dass diese Heizungsgeschichte jetzt abschließend so toll funktioniert. Ja. Wir haben sie bei 24 Grad mal voll durchgeheizt. Genau. Das war eine finnische Sauna, ja. Aber gewollt.
Also die ist toll, die Heizung. Und das ist etwas, wo wir sehr, sehr stolz drauf sind. Ja. So, was war das Schlimmste? Wiebke, was war das Schlimmste für dich? Das Schlimmste war diese Osmose-Geschichte. Ziemlich am Anfang, dass wir ja beschlossen haben, wir lassen die Wände so und machen sie einfach nur schön sauber. Und da habe ich mir das alles nochmal angeguckt und habe so kleine Pünktchen festgestellt, so kleine Bläschen, die dann irgendwie auch aufplatzten und da kam eine Flüssigkeit raus und dann, naja. Das liebe Internet hat mir dann gänzlich den Tag versaut, weil ich natürlich Google gefragt habe und dann hieß es, das ist Osmose, das ist die GFK-Pest und schmeiß mal das Ding gleich weg. Ja, da war der Tag für mich gelaufen und auch die nächsten Tage. Gott sei Dank gibt es viele Menschen, die sich dann doch damit auskennen. Wir haben mit, weiß ich nicht, 5 oder 6 Bootsbauern telefoniert. Das ist vorwiegend so ein Phänomen aus dem Bootsbau. Ne, GFK ist GFK und dann Salzwasser. Das genau, Salzwasser und es bilden sich halt dann so Säuren, die GFK auffressen, hin und her. Kann man alles nochmal nachlesen. Aber viele Bootsbauer haben uns dann, mehrere haben uns dann Mut gemacht, haben gesagt, komm, abschleifen, trocknen lassen, da und damit überlackieren. Haben wir alles gemacht und siehe da, es ist weg. Aber das war das Schlimmste. Das Schlimmste für mich war, als wir dann mal gesehen haben, dass der Koffer scheinbar undicht war und dass da so ein bisschen Wasser die Wand runterlief. Und Fluch und Segen Internet, ne? Also manchmal ist Internet auch ein Arschloch. da hieß das, ja, der saugt sich voll. Der wird auf der rechten Seite, wenn da Wasser reinkommt, dann wiegt der schon mal 400 Kilo mehr, weil da das ganze Wasser eine Wand ist. Und außerdem, ja, gleich auch wieder wegschmeißen. Und was ist Unfug, ja? Das ist ein geschlossenporiger Schaumstoff, das lief da durch und dann, es war einfach nur eine Versiegelung von außen. Heute sind wir da viel gelassener, wenn sowas wieder auftauchen würde. Das ist halt verklebt und versiegelt und eine Außenversiegelung, die ist dem UV-Licht ausgesetzt. Nach ein paar Jahren kann sein, dass sie ein bisschen brüchig wird und alle paar Jahre sollte man die Versiegelung einfach neu machen. Und heute wären wir doch wesentlich entspannter dabei, wenn wir das Internet auch auslassen und wissen, okay, einmal eine neue... alles versiegeln und dann ist es gut. Werden wir jetzt auch alle 2-3 Jahre einfach so machen. Ist ein halber Tag Arbeit, ist nicht so toll. Nicht dramatisch. Das war schlimm, ne? Genau. Ja. Aber ansonsten war nichts schlimm. So, die Frage aller Fragen. Die brennende Frage. Was hat er gekostet? Weißt du's? Ich? Ich kann es mir zusammenfassen. Wir haben eine Liste geführt, wir wissen natürlich, was er kostet. Aber an dieser Stelle bitten wir auch so ein bisschen um Verständnis. Wer weiß, wir haben ja eingangs erzählt, dass wir ganz schön spielig sind und wer weiß, was das nächste Projekt ist. Vielleicht kaufen wir uns einen Leopard 2 und bauen den zum Wohnmobil um. Wissen wir nicht und wir möchten ganz gerne, dass so unsere Verhandlungspositionen oder was auch immer jetzt nicht damit schwächen, indem wir sagen, ja, der hat jetzt genau so und so viel Euro gekostet. Genau. Also er war deutlich günstiger, als wenn wir etwas Vergleichbares, also ich rede jetzt von der Alde-Heizung, von den Dometic-Teilen, von der Schauttechnik, die wir verbaut haben, von unserem GOG-Tank, also es sind schon sehr, sehr hochwertige Komponenten. Ja, die Teleco-Sat-Anlage, das sind sehr hochwertige Komponenten. Und wenn wir jetzt was Vergleichbares da kaufen würden, da wären wir weit über 100.000 Euro. Also das steht fest, wenn wir jetzt irgendwie sowas von der Stange kaufen würden mit den Teilen, wären wir über 100.000 Euro. Weit über. Und wenn wir uns das hätten bauen lassen, ja, wir sind natürlich nicht so schnell wie ein Profibauer, ne? Aber natürlich braucht der auch Zeit und die Stunden summieren sich. Also gekauft wäre, hätten wir uns das nicht leisten können. Nee. Und so haben wir es gerade eben gewuppt, auch wenn es doch um einiges teurer wurde, als wir ursprünglich geplant haben, wobei wir sehr vorsichtig geplant haben, aber irgendwann haben wir so dieses Kitzeln gekriegt, nicht? Dann haben wir auch wirklich Top-Komponenten gekauft, die wir vorher gar nicht so auf dem Schirm hatten. Ist dann einfach so gewesen und ja, jetzt freuen wir uns drüber. Das ist das Wichtigste. Würden wir das nochmal machen? Auf jeden Fall. Ja, da sind wir uns komplett einig. Ziemlich. Also, gar keine Frage, das hat einfach nur Spaß gemacht. Es ist so toll zu sehen, was man auf einmal alles kann, was man noch nie in seinem Leben gemacht hat. Wo man gar nicht denkt, dass man das kann. Ja, sehr cool. Ja. Was wir nicht wieder machen würden, ist das Ding in 7 Monaten bauen. Nein, das geht eigentlich gar nicht. Wenn ich mir überlege, was alles liegen geblieben ist,
was nicht hätte liegen bleiben sollen. Nebenbei ist der Garten noch umgestaltet worden, eine Auffahrt gebaut worden. Und dann ist der Beruf da, das Studium. Die Kinder natürlich. Die Kinder haben wir auch noch. Also. Die würden das auch nicht mitmachen, jetzt nochmal. Also 7 Monate, das war schon sehr sportlich. Die Deadline haben die Kinder gesetzt, die haben gesagt, wir wollen jetzt nach Schweden fahren, im Sommer muss es fertig sein. Richtig. Aber wenn nochmal mindestens ein Jahr und vielleicht auch zwei und ein bisschen das langsamer angehen lassen, dann ist der Spaß vielleicht größer, weiß ich nicht. Aber ich kann es nicht einschätzen. Vielleicht sind wir auch wieder dann von der Hummel gestochen und würden wieder so Gas geben, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, aber wir brauchten auch eine Pause, als wir dann fertig waren. Ja. Also es war schon, wir sind rechtzeitig fertig geworden, aber wir waren auch auf. Boah, das ist eine schwere Frage. Was ist nicht so? Also ich bin nicht ganz zufrieden mit unserem Bad. Also die Aufteilung und das war so viel hin und her Überlegerei, obwohl wir es eigentlich schon geplant hatten und dann mit der Duschwanne und mit dem Waschbecken und irgendwie, ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber das Bad hätte besser sein können. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, was wir anders machen würden. Ja? Also die Idee genau. Mit dem doppelten Boden, um weiterhin an die ganzen Schläuche, an die Verteiler zu kommen, die Duschwanne, so wie sie ist, als begehbaren Raum, das ist schon alles sehr gut, aber es ist, weiß ich nicht, vielleicht gäbe es noch eine bessere Lösung. Man darf auch nicht vergessen, da war ein Kabelverteiler drin, da gehen 2 Schläuche rein, da gehen 7 Schläuche wieder ab, ne? Es ist schon ein anspruchsvolles, die ganzen Abwasserrohre laufen da lang. Raum insgesamt. Sehr klein, sehr viel drin. Ja. Oh, das, ja, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was wir großartig anders machen würden. Also, ne. Nee. Sonst wären wir auch nicht so zufrieden. Aber genau. Bad könnte man vielleicht nochmal drüber nachdenken. Genau. So, Wohnmobil ist fertig. Jetzt ist so die Frage, was ist eigentlich mit dem Block? Wird der jetzt zugemacht? Weil ja, der Ausbaublock ist ja fertig. Das ist ja deine Geschichte. Was hast du vor? Ja, also wir werden den Block natürlich nicht schließen, weil das macht einfach Spaß. Und ja, unsere Idee ist einfach, unsere Reisen jetzt so ein bisschen zu dokumentieren. Das scheint euch ja doch auch zu interessieren, so die Resonanz, die wir bisher hatten. Mehr Bilder und sagt mal, wo ihr seid und so, machen wir gerne. Hinzu kommt, wir haben ja auch schon so ein bisschen getestet und euch ein paar Sachen gezeigt, die wir eingebaut haben. Und das möchten wir eigentlich gerne weitermachen. Nicht nur mit Sachen, die wir einbauen, sondern vielleicht auch mit irgendwelchen Sachen, die uns praktisch fürs Camperleben erscheinen, dass wir sagen, Mensch, das ist toll, guck mal hier und das mal so ein bisschen prüfen, ob das überhaupt funktioniert beim Campen. So. Also ich erinnere mich noch, als die Lilie-Geschichte eingebaut haben, die Wasserversorgung mit dem Brett und so, fand großen Anklang in der Netzgemeinde und es kamen auch viele Tipps und unter anderem auch der Hinweis, dass wir eine Sache falsch eingebaut haben, haben wir dann ja korrigiert, aber so, das ist das, was wir uns weiter vorstellen, dass dass ihr davon partizipiert, was wir so vielleicht entdecken oder vielleicht gibt es auch mal etwas, was uns der eine oder andere zur Verfügung stellt, damit wir es extra vorstellen können. Sowas kann man sich ja auch vorstellen. Ist ja auch kein Geheimnis, dass sowas auch gemacht wird. Oder vielleicht haben wir irgendwie eine coole Idee für eine alltägliche Camper-Situation. Und wenn es eine Wäscheklammer ist, die zweckentfremdet wird, weiß noch, die Zahnbürsten, als die wir damit machen. Genau, als Zahnbürstenhalter. Ja, sowas haben wir ja auch schon gemacht. Dann ist das doch irgendwie nett, wenn man sowas dann weitergeben kann. Das fände ich schön, wenn wir zukünftig da so dem einen oder anderen vielleicht mal gute Ideen liefern könnten. Das sollte kein Problem für uns sein. Wir haben sich ein Wohnmobil gebaut. Ja, genau. Und fotografieren tun wir auch gerne. Richtig. Kochen tun wir gerne. Ja, der Reader's Digest der Camper-Szene. Darf man das sagen oder ist das jetzt markenrechtlich? Ich weiß es nicht. Scheißegal. Zu guter Letzt. Schön, dass ihr dabei wart die ganze Zeit und uns begleitet habt auf unserem Ausbauprojekt. Abenteuer. Viele Tipps hattet. Super, vielen Dank dafür. Ja, und Mut zugesprochen habt. Genau, wenn es uns mal nicht so gut von der Hand ging. Und eigentlich können wir jetzt nur noch sagen, wäre schön, wenn ihr dabei bleibt und Spaß habt an dem, was wir sonst auch so machen. Genau, wir verabschieden uns. Tschüss. Tschüss.